Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Geld verdienen im Internet. Heute das Thema die Registrierung bei Traffic Monsoon. Ich habe in den letzten Tagen ein paar Meldungen bekommen von Leuten, die sich anmelden wollten und unter diesem Link in dem Video. Und die sind dann nicht zum richtigen Sponsor gekommen. Und deswegen wollte ich heute mal noch kurz ein Aufklärungsvideo machen. Und zwar worauf, dass man achten muss. Also, wir gehen jetzt das Schritt für Schritt durch. Wenn du dich registrieren willst, findest du hier diesen Registrierungslink. Da klickst du drauf. Kommst du auf die Landingpage. Klickst hier auf Join Us Today. Und dann kommst du sofort ins Anmeldeformular. Hier ist wichtig, dass dieser Name hier, das ist der Sponsorname. Also das heißt, wenn hier dieser Name nicht stimmt, egal ob du jetzt, wenn du jetzt bei mir reinkommst, dann wäre das jetzt richtig. Wenn du jetzt aber über jemanden anderen reinkommst und dieser Name hier stimmt nicht, dann warte noch mit dem Ausfüllen der Daten, weil sonst kommst du quasi ins falsche Team bzw. hast den falschen Sponsor. Gut, wie änderst du das? Das ist ziemlich einfach. Wenn du hier den falschen Namen drin hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du früher mal schon mal auf Traffic Monsoon warst, über eine andere Gegebenheit, keine Ahnung, wo auch immer das war. Dann könnte es gut möglich sein, dass der Cookie noch gespeichert ist und du somit wieder beim letzten, wo du die Werbung angeschaut hast von Traffic Monsoon, da schon drauf warst. Jetzt, wie kannst du das beheben? Dazu gehst du hier, wir haben hier den Google Chrome Browser. Dazu gehst du hier oben auf diese drei Striche und dann hier auf weitere Tools. Dann gehst du hier auf Browserdaten löschen. Dann öffnet sich ein neues Feld und dann bekommst du dieses Fenster hier geöffnet. Und normalerweise sind diese vier hier angeklickt. Du brauchst nicht alle vier, sondern nur hier die Cookies und andere Website-Plugin-Daten löschen. Hier einstellen. Normalerweise sind es die letzte Stunde, glaube ich, ist eingestellt, voreingestellt. Dann gehst du hier auf gesamter Zeitraum. So, dann gehst du auf Browser-Daten löschen. Zack, ist das Ganze schon erledigt. Dann schließt du alle Fenster. Und gehst nochmal quasi auf diesen Link. So, klickst hier nochmal drauf. Das Fenster wird geöffnet. Dann bekommst du hier den Verweis, die vorherige Seite leitet dich weiter, jawohl, hier nochmal bestätigen und dann kommst du auf die Landingpage von Traffic Monsoon. Dann wie gesagt hier auf Join Us Today, die Dame hier kannst du abstellen, gehst hier auf Join Us Today und schon bist du im Anmeldeformular und jetzt solltest du bei dem drin sein, bei dem du dir auch als Sponsor wünschst. Ich habe dir jetzt natürlich einfach das Beispiel gezeigt mit meinem Link. Wenn du dich jemand bei jemand anderem registrieren willst, dann natürlich mit dessen Link. So, was gibt es hier noch zu beachten? Ich wollte es mal noch kurz schnell wiederholen, weil mich auch immer wieder Leute fragen, weil es nicht auf Anhieb klappt mit der Registrierung. Hier aufpassen, keine Hotmail, MSN, Outlook, AOL E-Mail-Adresse nutzen, weil mit dieser funktioniert es nicht. Einfach eine alternative E-Mail-Adresse wählen. Dein Username ist relativ wurscht, was du da eingibst. Wählst einen für dich passenden aus. Der Withdraw-Code ist dieser Code, den du brauchst, wenn du eine Auszahlung tätigen willst. Das ist einfach so ein Sicherheitscode. Der besteht zwischen 5 bis 8 Zahlen. Dir das einfach was einfallen lassen, einfach 5 bis 8 Stellen.
eine Zahl, keine Buchstaben. Und hier aufpassen, beim Passwort brauchst du einen Großbuchstaben und mindestens eine Zahl. Keine Sonderzeichen, also nur Buchstaben, mindestens auch ein Großbuchstabe dabei und mindestens eine Zahl dabei. Auch hier sind es, ich glaube, bis 12 Stellen, soweit es mir ist. Dann brauchst du natürlich auch einen Payzer, einen Solitrust Pay oder einen PayPal E-Mail-Account. Sonst, also die E-Mail-Adresse von jeweils diesem Account, sonst geht es natürlich auch nicht. Dann hier unten das Feldchen bestätigen, hier den Captcha-Code bestätigen und dann gehst du auf Proceed. Und wenn du dann die E-Mail bekommst, diese bestätigen und schon kannst du dich einloggen. Also das war dann komplett schon alles. Wie gesagt, hier einfach darauf achten, bevor du dich anmeldest, hier überprüfen, der Enroller ist quasi dein Sponsor. Also nicht nur quasi, er ist dein Sponsor. Wenn dieser Name nicht stimmt, wie gesagt, einfach musst du die Cookies löschen, das Ganze schließen, wieder öffnen und dann nochmal auf diesen Referral-Link klicken und dann solltest du auch zum richtigen Sponsor kommen, den du dir auch wünschst. So, wir machen das Video nicht länger als nötig. Wir sagen jetzt mal, für heute ist wieder Schluss, wenn er denn würde wollen. Ah doch, guck, er ist da. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Geld verdienen, viel Spaß bei Traffic Monsoon. Wie gesagt, ich liebe dieses Programm, ist der absolute Hammer. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dich weitergebracht hat, bitte bewerte dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn du das unterstützt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Dein Patrick. Tschüss.